Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute stehen wir hier in der Stadtbibliothek in dem Veranstaltungsraum. Sie wissen, wir hatten ja lange im Vorfeld darum gekämpft, dass wir hier eine Kooperation sowohl mit der Volkshochschule wie mit dem Lernzentrum eine Art Kulturquartier errichten wollen. Und das ist jetzt hier so ein Veranstaltungsraum, um der Kultur auch Raum zu geben. Es findet sowohl Veranstaltungen mit der Volkshochschule statt, aber auch Veranstaltungen von der Stadtbücherei, wie zum Beispiel Bingen liest ein Buch oder philosophische Kurse. Heute, glaube ich, ist sogar ein Kurs mit Philosophie. Also das nächste Halbjahr sind viele Veranstaltungen, die hier geplant sind, die Sie dann auch mit, wo Sie eingeladen sind, wo Sie dann auch herzlicher teilnehmen können. Wir haben am kommenden Freitag auch die Eröffnung der Volkshochschule des Semesters des nächsten Halbjahres. Auch da wird ja vieles in Kooperation mit der Stadtbibliothek stattfinden. Deshalb freue ich mich, dass wir heute Ihnen das mal präsentieren können. Es fand auch hier schon eine Ausstellung zum Winzerfest statt, genauso eine Ausstellung zur Binger Karnevalsverein, wo wir hier einfach die Räume genutzt haben. Bitte schön, Frau Leffler. Genau, und so findet am Montagmorgen, heute Morgen also von der VHS, hier ein Philosophiekurs statt. Aber für das ganze halbe Jahr haben wir natürlich auch viele Sachen geplant, ob für Kinder, für Erwachsene, Buchempfehlungsabend, Autorenlesungen. Und im Internet kann man sich darüber informieren. Wir werden auch noch einen Flyer rausbringen. Genau. Und da macht sich natürlich hier dieser Raum bezahlt, dass wir Platz haben und einen guten Ort haben, um uns hier zu treffen und Veranstaltungen durchzuführen. Ja, und deshalb freue ich mich auch, dass gerade auch in der parallelen Nachbarschaft unser Bürgerbüro jetzt eröffnet worden ist. Und wir werden das auch im Frühjahr dieses Jahres nochmal offiziell eröffnen und auch nochmal eine Eröffnungsfeier machen. In diesem Sinne bleiben Sie gesund. Ihr, euer Oberbürgermeister Thomas Weser.